Wir starten direkt mit positiven News. So, Sachsen-Anhalt ist das glücklichste Ostbundesland, meine Damen und Herren. Ja, ich finde, das muss an unserer Sendung liegen, ganz klar. Aber ganz ehrlich, wie repräsentativ kann die Studie bitte sein, wenn offensichtlich niemand aus Halle befragt wurde? Ja, von mir auch doch. Ja, aber wenn wir ehrlich sind, ist es ja auch gar nicht so schwer. Ne? Das glücklichste Ostbundesland ist ähnlich wie der reichste Gelsenkirchener. Bin am Ballen so wie Schalke 04, 04. Bin am Ballen so wie Schalke 04, 04. Kriegt gleich gute Laune. Top. Wer in Sachsen-Anhalt gerade nicht so glücklich ist, ist die AfD. Denn die AfD in Sachsen-Anhalt wurde nun als gesichert rechtsextrem eingestuft. Ja, in anderen News, meine Damen und Herren, Wasser ist nass, die Deutsche Bahn kommt zu spät und Halle ist ein Drecksloch. Das kann ich unterschreiben. Ja, ja, ja. Die Frage, die ich mir stelle, schreckt so eine Meldung ab oder ist das doch schon Werbung für die Alternative fürs Denken? Die typischen AfD-Sympathisantinnen sind natürlich empört. Was? Nur rechtsextrem? So eine linke Kuscheltruppe wähle ich? Ein Ding. Ja. Man sollte in der Partei über die Möglichkeiten nachdenken, das Image zu verbessern. Vielleicht verteilen sie demnächst gegenderte Version von Mein Kampf. Oder Deutschland schafft sich ab von Thilo Sarrazin. Ne? Ja, wie auch immer. Ne? Zu dieser Erkenntnis kann ich nur sagen, besser spät als nie. Ähnlich wie bei unserer nächsten News. Nur 85% der Bahnen in Sachsen-Anhalt sind pünktlich. Ja, ich habe das mal durchgerechnet, da müssen ja ungefähr 25% unpünktlich sein. Also so ungefähr. Naja, egal. In den Dörfern denkt man sich nur, bei euch fahren Züge? Ich finde, die Bahn kann sich von mir eine Scheibe abschneiden. Ich komme in 100% der Fälle zu früh. So. Ja, ja, ja. Falls die Bahn dann aber doch mal pünktlich ist und der Stift in der Buchse schon am Malen ist, bitte nicht nach Halle fahren, denn der Toilettengang in Halle ist deutschlandweit am teuersten. Das ist ein Ding, du. Diese Nachricht passt wirklich wie Arsch auf Eimer, du. Ja, ist irre, ne? Für die sparsamen Hallenser ist diese Nachricht wohl ein Griff ins Klo. Oh mein Gott. I am never gonna financially recover from this. Ja, und wenn am Ende des Monats wenig Geld, dafür aber viel Druck ist, muss man wohl oder übel dort auf die Straße kacken. Naja, fällt da auch ja, nicht so das, auf. Martin. Also, ja. Ey, zum Abwischen kannst du zwar nur immer noch eine HFC-Flagge nehmen. Also da ja, easy. Naja. Aber nur die bitte. Ja, ja, natürlich, natürlich. Nach dieser Nachricht übers Scheißen kommen wir jetzt nämlich zu einer Scheißnachricht. Die Dönerpreise könnten auf 10 Euro steigen. Ja, spätestens jetzt vergeht mir der Appetit doch. Ah, wirklich, ey, finde ich frech. Aber sind immerhin gute Nachrichten für meine Bingöl-Aktien? Toll. Aber ganz ehrlich, 7 Euro waren schon zu viel. Bei 10 Euro würde ich schon vom kulinarischen Untergang des Abendlandes sprechen. Wirklich. Und warum gibt's dazu noch keine Montagsdemo? Wirklich. Frech. Ja. Ja. Wenn das so weitergeht, ne, hole ich mir nach einer versoffenen Nacht bald ein Kobe-Steak. Kann ich auch gut mit einem Sterni runterspülen. Lecker. Darauf aber, Prost. Benni, selbst wenn der Döner das Beste ist, was der Menschheit je passiert ist, wirst du immer mein Nummer 1 Snack bleiben. Ey, das wird immer bunter mit ja. Ah, hey, ich wollte noch was sagen. Und zwar kommt ihr zum nächsten Video übrigens da lang. Und den YouTube-Kanal von uns könnt ihr da abonnieren. Also, irre. Ich bin noch mal kurz. Boah, nett hier.